Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Landstalker, die Schätze von König Molo. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, und irgendwie denke ich, dass die Lösung des Ganzen hier irgendwo zu finden ist. Weil sonst haben wir ja alle... Oh, habt ihr das gesehen? Ich glaube, da standen die Stiefel, oder? Jawohl. Ja, jetzt bin ich runtergefallen, okay. Nochmal. Na? Jawohl, die Schneespikes haben wir gefunden. Okay, damit hat sich meine Vermutung bestätigt. Ich sagte ja schon, dass wir hier irgendwie weiter müssen. Aber mit den Schuhen wissen wir jetzt auch, wo wir lang müssen. Aber ein ätzend gestaltetes Labyrinth, muss ich sagen. Okay, dann gehen wir mal zurück und schauen mal, was uns hinter diesen eisigen Pfaden erwartet. Wieso ist denn jetzt hier Licht aus? Weil wir die Schuhe genommen haben. Nix da, mein Freund. Das andere in den Rücken stechen, nicht mir. So, und hier dürften wir jetzt zu den Eisfahrten kommen. Richtig, hier haben wir einen. Dann werde ich mal die Schuhe ausrüsten. Schneespikes. Wow. Echt jetzt? Das ist doch dort, wo wir schon waren, oder? Ist das hier ein anderes? Nö, hier waren wir schon. Okay, aber wir hatten ja nochmal solche Pfade. Ich weiß noch von zwei. Hier haben wir den großen. Und dann noch irgendwo am Anfang. Dann auch noch welche. Erstmal, was uns hier erwartet. Hier kommen wir auf jeden Fall weiter. Ach, das ist aber... Das ist doch nicht euer Ernst. Ist das tatsächlich... Okay, wir müssen wieder an den Start zurück, wo die Eislandschaft war. Ich weiß nur nicht mehr, wo genau die da war. Ah, das war ja ein anderes... Moment, das ist ein anderes Labyrinth, wo wir eben rausgekommen sind. Dann sollte ich da nochmal genau gucken. Weil sonst wären wir hier ja gelandet irgendwie, oder? Oh, wir haben Dahl bekommen. Das ist doch gut. So. Das ist ein ganz anderes Labyrinth hier. Der Aufstieg. Ja.
hier geht's nicht weiter. Aber hier geht's so. Leute. Ich nehme an, wir kommen zum nächsten Wächter. So, was haben wir hier? Knoblauch gefunden. Nochmal Knoblauch. Und Leute, wir brauchen wieder einen Schlüssel. Den wir ja aktuell nicht haben, glaube ich. Nein. Okay, wir müssen also wieder zum Anfang des Dungeons. Und gucken, wo da die Eislandschaft war. Da werden wir den Schlüssel für hier finden. Oh Gott, ist das eine Lauferei. Da wird man ja kirre. Sonst hatten wir hier nicht den Raum mit den Rittern irgendwo, wo wir wieder an den Start kamen. Nee, hier war die Geschichte mit dem Baum. Das war rechts lang. Stock ausrüsten. Jawohl. Uns fehlt jetzt, glaube ich, nur noch ein Harnisch, ne? Ja. Finden wir bestimmt kurz zum Endgegner. Genau, jetzt kommen wir hier wieder in den Raum. Mit den blöden Händen. Dann gehen wir mal zum Ausgang da hinten. Hier kamen wir nämlich irgendwo vorne wieder raus. Genau bei den Rittern. Jetzt sind wir nämlich wieder hier und ich meine, ich gehe mich mal ganz schnell heilen, schnapp, und ich meine, dass wir hier auch irgendwo diese Eislandschaft hatten, oder nicht? Oh, was war das denn? Wenn wir hier durch dieses Labyrinth gehen, war das nicht sogar hier? Nein, hier hatten wir die Geschichte.
Oh Mann, Leute, Leute, Leute. Ich hasse dieses Labyrinth. Im Überfluss kommt noch diese blöde Steuerung dazu. Ja, jetzt drehst du um. Was für ein... Naja. War das hier? Der war der Anfang, glaube ich, ne? Wenn das so weitergeht, kann ich mir gleich nochmal Lebensenergie kaufen. Wäre ich schon bei 86. Ja, das ist der Anfang. Ich glaube, hier war auch noch mal so eine Eislandschaft. Irgendwo hier schon mal nicht. Ah, geht doch nicht dahin. So. Das war die Geschichte mit dem Knopf. Ja, komm. So. Und nachher ärgere ich mich wieder, dass wir irgendwo rauskamen, um nur einen Schlüssel zu bekommen. Ja, genau. Verdammt. Oh, da erwischt er mich doch. Okay, jetzt mal ganz logisch gedacht. Dann müssen wir hier rein. Da war das... Nein. Hier kamen wir zum Start, wo wir gerade lang gegangen sind und der Weg rechts war falsch. Der uns oben rausbringt. Ah. Nervt das. Wie gesagt, noch ein bisschen und ich kann mir nochmal Lebensenergie leisten. So, jetzt direkt weitergehen, ohne springen. So. Noch Glück gehabt. Ah ne, hier waren nur die Kisten. Aber hatten wir nicht hier irgendwo? Ich weiß es nicht.
wir hier nicht zu dieser Eislandschaft? Hier war die blöde Geschichte mit dem Minion. Hier haben wir nochmal Eke Eke. Hier war das. Ja, klar war das hier. Und bei der Stelle waren wir auch schon. Das ist da, wo wir eben lang gegangen sind. Das ist doch nicht wahr. Wie kommen wir denn jetzt mit den Eisschuhen weiter? Okay. Der Baumkerl, Moment. Hier nochmal schauen. Da haben wir ja eben auch zu Genüge geschaut. Aber vielleicht habe ich hier irgendwo was übersehen. Ruhe. Hier müssen wir auf jeden Fall lang, wenn wir den Schlüssel haben. Oder nicht? Ja, da will ich mich jetzt nicht nochmal durchkämpfen, um dann wieder zurückgehen zu müssen, weil wir da den Schlüssel brauchen. Ah, es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Beide Male hier rechts lang gegangen. War links nicht vielleicht sogar noch was? Wo er zum anderen Wächter kam. Dass wir da die Schuhe brauchen. Zum Speicherort, ne? Ja, genau. Oh, Mann, 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 Mann. Ja. Aber hier ging's... das ist doch... Leute. Es kostet mich den letzten Nerv, ich sag's euch. Und hier war jetzt der Endgegner, der erste, der Wächter. Haben wir da denn nochmal so eine Eislandschaft? Komm, ich nutze mal Eke Eke. Da war da drin. Hier war tatsächlich nur der Kampf gegen ihn. Und hier kamen wir dann hier wieder hin. Es ist echt zum Mäusemelken, Leute. Dann gehe ich mal nach Mercator zurück. Dann werde ich hier nochmal speichern und mein Glück nochmal gegen Pfahl versuchen. Mal schauen, ob das irgendwas bringt, wenn wir ihn tatsächlich in allen Formen besiegen. Das würde mich noch interessieren.
Ja, bitte aufzeichnen. Und ich will weitermachen. Ich gebe jetzt Pfahl ordentlich aufs Maul. Ja, ich setze mein Abenteuer fort. Müsste ja eigentlich mit 85 Lebensenergie. Ich werde aber bei ihm wegen diesem Fernkampf das Eisschwert wieder ausrüsten. Das sich ja jetzt auch noch dank des Venussteins sehr, sehr schnell auflädt. Wenn er überhaupt noch gegen uns kämpfen will. Jetzt sind wir ihm wahrscheinlich zu stark, weil da steht die Frau schon gar nicht mehr vom Fenster. Ja, doch, er macht es. Ich fordere dich heraus. Ja, bitte. Nein, Regeln kenne ich. Backenfutter für den alten Sack, den alten Betrüger. Ja, ja, ich bin recht talentiert, aber ich muss noch besser werden. Ich will aber weitermachen. 25 ist ein Witz. Jetzt haben wir hier die Ninjas wieder. Ah, der hat schon zum Schlag angesetzt. Ah. Ich bin stärker als die Soldaten, die das Schloss bewachen. Die können nämlich nichts. Und jetzt komm, du alter Betrüger. Yeah. Komm nochmal wieder. Okay, nochmal. Jetzt haben wir genug. Wenn wir das nachher nur für 100 Taler machen, ne, dann werde ich, denke ich. Ja, du hast alle Zeit der Welt. Ich bin stärker als die Soldaten, die das Schloss bewachen. Ja, ja. Und weitermachen, mein Freund. Habt ihr es gesehen? Da wollte er nochmal nachschlagen, obwohl er eigentlich schon hinüber war. Da schon wieder. In dieser Form fängt er gerne an zu schummeln. Und das war doch außerhalb der Reichweite. Ehrlich, Leute. Der will einen doch verarschen. Der will einen doch verarschen. Ich versuch's trotzdem weiter. Nein, und da wollte er jetzt schon schummeln. Deswegen immer von der Seite attackieren. Und bei den Ninjas müssen wir uns echt Zeit lassen und von der Ferne mit diesem Eisstrahl angreifen. Damit wir auch ja aus dem Gefahrenbereich raus sind, dass er uns nicht nochmal trifft. Ah, das war knapp. Das war gefährlich. Das war gefährlich, Leute. Ich will weitermachen. So. So,
So müssen wir das jetzt leider machen. Dauert zwar, aber ich will halt auf Nummer sicher gehen. Dass wir hier auch das gegen ihn schaffen. Ja, schön auf Abstand. Ah, zu früh. Aha, jetzt bei denen müssen wir auch aufpassen, weil die diesen Sprung nach vorne machen. Ich glaube, jetzt schleudert er uns alles entgegen, was es gibt. Ah, nee, mein Freund. Ausgezeichnet, du brauchst keinen Unterricht mehr. Nimm die 100 Taler. Willst du immer noch weitermachen? Ja. Ja. Du musst noch viel... Ja, komm, nee. Das ist doch eine Verarsche. Hier geht's nur um Geld, oder? Ach ja. Na gut. Habe ich eigentlich meine Birkenstock an? Ich glaube nicht. Nee, ich renne immer noch mit den Spikes rum. Ah, das ist ja sehr uninteressant mit den Spikes. Gut, das Video wird heute ein bisschen kürzer. Ich muss mich erstmal wieder noch so ein bisschen sammeln, um, ja, im Dungeon weiterzumachen, den Schlüssel für die letzte Tür zu finden. Wobei, es muss danach ja noch weitergehen. Es war ja von drei Wächtern die Rede und wir haben gerade mal einen bekämpft. Also, Taten aufzeichnen lassen und, ja, mich von euch verabschieden. Ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr zugeschaut habt und hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Landstalker, die Schätze von König Nolo, wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.